Und somit bin ich dann bis heute der älteste deutsche Meister. Es ist eine Szene, eine kurze Szene. Eigentlich kaum der Rede wert, wäre es nicht Toni Schumacher gewesen, der am letzten Spieltag der Saison 95-96 in der 88. Minute eingewechselt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass der Ottmar sich das nicht ausgedacht hat. Der Ottmar war ja so ein bisschen die stille Autorität. Der hat ja auch nie geschrien und so. Der hat immer Kontenance und so. Und die Spieler wussten, wenn er uns anschaut, dann wissen wir, was er meint. Wir waren ja schon deutscher Meister. Und dann irgendeine zweiten Halbzeit fing dann der Steffen Freund an, den Ottmar zu manipulieren. Versuchte ihn zu manipulieren. Er hat gesagt, Ottmar, du musst den Toni bringen. Du musst den Toni bringen. Der sagt, Dankeschön und 4 Jahre und Erfolg. Und du musst den Toni bringen. Und wenn man sich die Bilder anschaut, der Ottmar war ja keine Miene verzogen. Und und die anderen Spieler haben das dann mitgemacht, Knut Reinhardt und so. Und der Steffen Freund hat dann irgendwann mal in der zweiten Halbzeit so draußen auf die Bande geklopft und sagt, Ottmar, hol den Toni rein, hula, hula. Und das Publikum im Stadion bekam das mit, das ganze Stadion hat dann nachher mitgesungen, sind aufgestanden und hat gefordert, dass der Ottmar mich bringt. Und ja, kurz vor Schluss hat er gesagt, zieh dich aus. Dann haben die Spieler mir schon die Klamotten, weil es so kurz vor Abpfiff war, haben mir schon die Klamotten runtergerissen, die Schuhe gebunden, die Handschuhe hingehalten und so. Ne? Und jetzt stand ich dann draußen an der Seitenlinie und sollte eingewechselt werden, aber der Ball muss natürlich aus sein. Klar, jetzt ging der Ball nicht aus. Da denke ich, was so ein Mist, jetzt stehe ich hier, jetzt soll ich nochmal reinkommen, jetzt geht die Kugel nicht aus. Ich hatte schon überlegt, ich gehe jetzt einfach mal auf den Platz, da muss er ja Freistoß pfeifen, ist das Spiel unterbrochen. Dann ging aber Gott sei Dank der Ball ins Aus und das ganze Stadion ist aufgestanden, hat Standing Ovation gegeben, die Spieler sind ausgeflippt auf der Bank an der Seitenlinie, der Ottmar hat keine Miene verzogen. Und dann bin ich hoch auf den Platz gelaufen und bin dann in Richtung meinem Tor gelaufen, dann kommt der Teddy raus, nimmt mich in den Arm und sagt, Alter, das hast du dir verdient, genieß es. Zu diesem Zeitpunkt hatte Toni Schumacher seine aktive Torwartkarriere längst beendet, seine Abschiedsspiele gespielt und war Torwarttrainer beim BVB. Wenn ich mich daran zurückerinnere, war es eine fantastische Zeit, ein tolles Mannschaftsgefüge. Wir haben fast alles zusammen gemacht. Nach jedem Heimspiel sind wir essen gegangen, nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Funktionsteam, die Physios, der Arzt, der Busfahrer, der Zeugwart. Alle waren mit dabei und das hat meiner Meinung nach letztendlich auch den größten Erfolg dieser Mannschaft, dieses Vereins geprägt, nämlich zweimal Meister, Champions League und den Weltpokal gewonnen in diesen 4 Jahren, wo ich da mitarbeiten durfte. Die deutsche Torwartlegende hatte damals Stefan Kloß und Teddy de Beer unter seinen Fittichen. Und natürlich hat der Tünn noch immer einige Anekdoten auf Lager. Ich zeige mal eben meine Finger. Ich bin ja Gott sei Dank schon verheiratet und Frauen schauen ja auch immer Männern gerne auf die Finger. Also ich würde heute, glaube ich, keine mehr mitkriegen, wenn man sich diese Finger mal anguckt. Und dann war ich halt auch für Stefan Kloß zuständig und dann hat er sich irgendwo mal einen Finger angeknackst oder ja. Und kam dann zu mir und sagte, kann ich nicht mitspielen. Und dann habe ich gesagt, wie kannst du nicht mitspielen? Guck dir meine Finger an. Wenn du nicht spielst, bin ich nicht mehr dein Trainer. Und dann hat er mich so angeguckt, der Stefan war ja ein ganz lieber Stoffel, war das ja. Ne? Und dann hat er dann den Finger bandagieren lassen und dann ist es auf einmal gegangen. Man musste es immer nur sagen, aber oder beim Tortraining, da habe ich eine Übung erklärt, da haben die zwei Leute gesagt, geht nicht. Da habe ich, okay, ihr raus, ich ins Tor und dann vorgemacht. Und dann haben sie gesehen, ach guck, der Alte kann das und dann müssen wir das doch auch können. Also das war eine tolle, ihr seht ja auch, wie total begeistert ich bin darüber. Und mit was für einem Smiley im Gesicht ich da über diese Zeit erzähle. Es war eine fantastische Zeit. Und dann kam eben dieses letzte Saisonspiel gegen Freiburg. Der BVB stand als Titelverteidiger fest. Doch das historische i-Tüpfelchen fehlte noch. Der Stefan Kloß sollte als Torwart mit zur Europameisterschaft fahren. Im letzten Auswärtsspiel bei 60 bricht er sich. Was hat er sich gebrochen? Den Daumen gebrochen. Und so konnte er dann im letzten Spiel, Heimspiel gegen SC Freiburg nicht auflaufen. Und die Europameisterschaft war dann damit natürlich auch für ihn leider Gottes ins Wasser gefallen. Ja, und was passiert dann? Kam dann der Teddy als Nummer 2
ins Tor. Und dann war eben Toni auf der Bank. Und der war auch mit 42 noch so fit, dass er auch jederzeit hätte reinkommen können. Und dann kommt die Geschichte halt, ne? Dass kurz vor Schluss, ich war halt schon ausgewechselt. Dann müssten wir kurz mal Ottmar Hitzfeld erklären, dass der Toni noch mal rein muss mit seinen 92 Jahren. Und der hat uns auch unglaublich gepusht. Gerade in diesen zwei Jahren, wo wir eben hintereinander Meister geworden sind, war Toni sehr wichtig für uns. Und da bin ich noch mal rein, habe glaube ich noch mal ein oder zwei Bälle gehalten und natürlich kein Tor reingekriegt. Die Null musste ja stehen. Und somit bin ich dann bis heute der älteste deutsche Meister. Und das ist ein tolles Gefühl und danke, danke, da sage ich immer wieder, Ottmar, obwohl du fast dazu genötigt wurdest. Danke Spieler, danke BVB. Ich bin da echt im Nachhinein auch stolz, dass ich da so einen Druck auf Ottmar gemacht habe, weil er war eigentlich ein Eisvogel und du bist eigentlich nicht an ihn rangekommen, aber wir waren eben deutscher Meister und dann ist selbst Ottmar weich geworden. Eine kleine Szene im Fußballuniversum, eine große für Toni Schumacher. Ich habe einfach gedacht, was habe ich für ein Glück, dass ich jetzt mit 42 Jahren hier nochmal auflaufen kann. So, und dann kann ich heute, steht auf meiner Autogrammkarte hinten drauf, Toni Schumacher war 24 Jahre Profi, zweimal Deutscher Meister, einmal mit dem 1. FC Köln und einmal mit Borussia Dortmund. Ja, es gibt doch nichts Schöneres.